Okay, fangen wir an. So, es ist jetzt schon einige Zeit her, dass wir eine Vorlesung gehabt haben, aber ich war krank und wie Sie vielleicht hören können und jetzt vielleicht noch ein paar Mal hören werden während der Aufnahme, bin ich immer noch krank. Also, ich bin nicht mehr schlimm krank, ich bin halt noch verschnupft und habe noch ein bisschen Reizhusten, was natürlich sehr praktisch ist für die Vorlesungsaufzeichnung. Ja, aber ja, es sind jetzt schon 2 ganze Wochen ausgefallen. Und ja, wir müssen jetzt einfach bis Weihnachten noch irgendwie durchstehen. So, ich hoffe, Sie haben die Zeit produktiv genutzt. Insbesondere um Literatur zu lesen und um die Übungsaufgaben vom letzten Mal noch weiter vorzubereiten. Da ging es ja darum, Texte ein bisschen tiefgehender zu lesen. Genau. Und organisatorisches habe ich eigentlich nichts diese Woche. Wir sind jetzt in Woche 7 angelangt. Wir sind immer noch beim Thema Eigentumsrechte oder ökonomische Analyse der Eigentumsrechte und fangen diese Woche an mit dem Thema intellektuelle Eigentumsrechte. Und ja, ich würde eigentlich ganz gerne vor Weihnachten, also vor Weihnachten, nicht mehr ein neues Kapitel anfangen. Das heißt, wir werden bis zur Weihnachtspause beim Thema intellektuelle Eigentumsrechte bleiben oder grob beim Thema Ökonomik der Eigentumsrechte. Und im neuen Jahr, was ja für Sie erst am 18. oder in der 3. Januarwoche anfängt, im neuen Jahr, am 18. Januar oder an dem Montag eben, fangen wir dann mit einem neuen Thema an, nämlich Transaktionskosten und Governance. Ja, und das wird dann, denke ich, auch ja, das wird uns dann, denke ich, bis zum Ende der Vorlesungszeit beschäftigen. Okay. So, ganz grob, also das große Thema Coase-Theorem haben wir jetzt so ein bisschen hinter uns gelassen. Bei den Übungsaufgaben noch nicht, aber in der Vorlesung jetzt schon. Und fangen jetzt an mit intellektuellen Eigentumsrechten. Und wir schauen uns erst den klassischen Ansatz an, kurz, und ganz ausführlich dann einen modernen Ansatz, den ich ja, den ich sehr interessant finde und der eben den klassischen Ansatz so ein bisschen zu widerlegen versucht. Genau, und deswegen sehr interessant ist und wir schauen uns jetzt einfach mal den klassischen Ansatz an. Wie immer vorab zur Literatur. Das, was ich jetzt hier rausgenommen habe über den klassischen Ansatz, was wirklich ganz kurz ist, bezieht sich auf Kutajulen, Kapitel 5.1c. Und zwar geht es da wirklich nur darum, ganz kurz, ganz kurz die Motivation, das klassische Argument aufzuzeigen. Wie sieht denn das klassische Argument aus? Okay, der klassische Ansatz, für die, die es schon kennen. Im klassischen Ansatz wird erwartet oder kommt als theoretisches Ergebnis raus, dass ein Wettbewerbsmarkt zu einer Unterversorgung mit Informationsgütern führen wird. Was sind Informationsgüter? Genau, es geht ja hier um intellektuelle Eigentumsrechte und deswegen geht es nicht mehr um normale Güter, sondern um hauptsächlich immaterielle Güter. Das sind
Bücher oder eben die Idee an einem Buch oder Popsongs oder irgendwelche Art von Musik oder ein Patent. Genau. Oder eine Erfindung eben, ne? Das Patent ist ja das Eigentumsrecht dran. So, Informationsgüter sind also grob gesagt Ideen, ne? Oder Güter, in denen Ideen verkörpert sind. Und klassischerweise erwarten wir, dass ein Wettbewerbsmarkt nicht in der Lage ist, die optimale Menge an Informationsgütern bereitzustellen, sondern zu wenig bereitstellen wird. Was ist mit einem klassischen Wettbewerbsmarkt gemeint? Dazu schauen wir ganz kurz zurück in das, was Sie in Mikroökonomik gelernt haben. Mit Wettbewerbsmarkt meinen wir einen perfekt funktionierenden Markt mit unendlich vielen rationalen Akteuren, den Sie aus der Mikro kennen. Ne? Also perfekt funktionierend bedeutet, Preise werden ohne Zeitverzögerung sofort angepasst. Es gibt unendlich viele Akteure, die sind alle rational und auch alle perfekt informiert, ohne Zeitverzögerung und können alle perfekt in alle Unendlichkeit rechnen und ihr Gewinn Optimum, ihren Gewinn maximieren, Preis verlangen. Okay? Was passiert auf so einem hypothetischen Markt? Naja, die Anbieter, also die Produzenten oder Unternehmer, haben keinerlei Marktmacht, weil jeder einzelne Anbieter ist ja nur einer von unendlich vielen. Und deswegen hat er keine Möglichkeit, den Markt signifikant zu beeinflussen. Das heißt, man nennt jeden einzelnen Anbieter auch Preisnehmer, weil sie den Preis, der sich auf dem Markt ergibt, als gegeben hinnehmen müssen. Und ihn in keiner Weise beeinflussen können. Das bedeutet, dass jeder Anbieter auf dem Markt, dass jeder Anbieter auf den am Markt gebildeten Preis nur reagieren kann. Ne? Ganz klar. So, und das Unternehmen maximiert natürlich trotzdem seinen Gewinn nach der Formel Gewinn gleich Erlös minus Kosten. Und wenn Sie sich zurückerinnern, lautet die Bedingung erster Ordnung für dieses Problem natürlich, Moment, so viel leer auf der Folie. Also der Gewinn war Pi ist gleich Erlös minus Kosten. Und wenn wir das eben maximieren, dann nach der Menge, die hier in Klammern eigentlich dabei stehen sollte. Dann haben wir eben Grenzerlös minus Grenzkosten muss gleich 0 sein und das bedeutet nichts anderes als dass Grenzerlös gleich Grenzkosten sind und auf dem Wettbewerbsmarkt ist eben der Grenzerlös gleich dem Preis. Ne? Jede Einheit kann nur den Marktpreis erzielen. Okay? Und das bedeutet dann eben, dass die Grenzkosten gleich dem Preis entsprechen müssen. Und das steht hier drüben. Ne? Preis gleich Grenzkosten oder auf Englisch Marginal Cost. Das ist der optimale, das ist eben ja, die optimale Strategie für jeden einzelnen Anbieter, den Preis so zu setzen, dass seine Grenzkosten gerade gedeckt sind. Wenn aber das einzelne Unternehmen jede Einheit nur genau zu Grenzkosten absetzen kann, dann macht das Unternehmen genau null Gewinne. Ne? Das heißt, auf dem Wettbewerbsmarkt gibt es keine ökonomischen Gewinne. So, bei einem Monopol sieht das ganz anders aus. Das ist ein ganz krasser ein Kontrast. Wenn Sie sich zurückerinnern, ein Monopol ist dadurch charakterisiert, dass es nur einen Anbieter gibt. Und für diesen einen Anbieter gilt natürlich nicht, dass er Preisnehmer ist, sondern dass er Marktmacht hat und dadurch den Preis so setzen kann, dass sein Gewinn maximiert wird. Der Monopolist setzt dann den Preis höher, als er beim perfekten Wettbewerb wäre, sodass wir in einem Monopol höhere Preise und niedrigere Ausprägungsmengen haben
als bei Wettbewerb. Und die Gewinnmaximierung des Monopolisten ist dann verbunden mit einem Netto-Wohlfahrtsverlust. Das heißt, der Gewinn, den der Monopolist im Vergleich zur Wettbewerbssituation macht, ist kleiner als der Wohlfahrtsverlust für die Gesellschaft durch die zu geringe Angebotsmenge. Genau, das müssen wir jetzt nicht groß ausrechnen, das haben Sie im Mikro schon mal gemacht, aber ganz die Intuition steckt ganz klar hier drin. Auf einem Monopolmarkt haben wir einen Preis, der höher ist als die Grenzkosten. Angenommen, dass die Grenzkosten auf den beiden Märkten gleich wären, ist der Preis auf dem Monopolmarkt höher. Okay? Und das führt zu einem Wohlfahrtsverlust, weil wir dann eine zu geringe angebotene Menge haben. So, der klassische ökonomische Ansatz in Bezug auf intellektuelle in Bezug auf Informationsgüter besagt nun, dass es sich für Produzenten von Informationsgütern ohne Monopolgewinne nicht mehr lohnen würde, überhaupt Informationsgüter zu produzieren. Und warum ist das? Naja, die Annahme ist, dass die Produktion von Informationsgütern mit Fixkosten verbunden ist, mit ziemlich hohen Fixkosten. Was ist damit gemeint? Mit Fixkosten meinen wir, dass bei der Produktion von Informationsgütern hohe Kosten anfallen, bevor die erste Einheit des Gutes überhaupt produziert werden kann. Ihnen fallen da bestimmt Beispiele ein. Denken wir an einen Roman, ein Buch. Da muss man ziemlich viel Arbeit und Zeit reinstecken und Überarbeitungen, bis überhaupt die erste Kopie des Buches, der erste Druck der Kopie des Buches fertig ist. Ne? Und danach haben wir relativ geringe Kosten des weiteren Kopierens oder der weiteren Verbreitung, aber bis die erste Einheit fertig ist, haben wir Fixkosten. Musik ist genauso, wir brauchen die Idee zu einem Song, wir brauchen Instrumente, wir brauchen Aufnahmegeräte und wenn dann aber erstmal die erste Kopie fertig ist, dann ist es relativ leicht, das zu kopieren und weiter zu verbreiten. Und das Gleiche kann man eigentlich für alle Informationsgüter annehmen. Ne? Die Folgerung hieraus ist, dass ein normaler Wettbewerbsmarkt, wenn es Fixkosten gibt, nicht funktionieren kann. Denn jeder einzelne kleine Anbieter ist nicht in der Lage, mit den Erlösen seine Gesamtkosten zu decken. Ne? Denn man kann eben zeigen, dass die Erlöse, die eben durch Preis gleich Grenzkosten bei jedem Anbieter eingefahren werden, dass das nicht reicht, um die Fixkosten zu decken. Das heißt, jeder Anbieter würde Verluste machen, wenn er in den Markt eintritt und tritt also gar nicht in den Markt ein. Und deswegen werden gar keine Informationsgüter produziert, im schlimmsten Fall. So, und ein Monopol kann in so einer Situation hilfreich sein, weil durch die zusätzlichen Monopolgewinne diese Fixkosten eben gedeckt werden können. Ja? Und dann sind wir schon fast am Ende des klassischen Argumentes. Patente können als kurzfristig gewährte Monopolrechte interpretiert werden, die den Erfinder für die Fixkosten entschädigen sollen. Okay, ein patentiertes Gut lässt sich ja zu einem höheren Preis verkaufen als ein nicht patentiertes, da es weniger Substitutionsmöglichkeiten gibt. Nochmal, der klassische Ansatz ist ein Monopol, ist eben zu argumentieren, man braucht Monopolrechte, man braucht die Monopolgewinne, damit ein Produzent von Informationsgütern seine Fixkosten wieder einfahren kann. Und genau, das ist eigentlich die Idee auch, die hier in diesem Zitat mit abgebildet ist. Ja, intellektuelle Eigentumsrechte, insbesondere Patente, können wir dann aus ökonomischer Sicht als temporäre Monopolrechte interpretieren, die eben Anreiz setzen sollen, überhaupt in Informationsgüter zu investieren. Okay?
Ja, und im Detail kann man dann natürlich Patente variieren, je nach Länge und Breite. Aber ja, darauf gehen wir jetzt nicht. Darauf gehen wir jetzt nicht im Detail ein. Ne, da gibt es eine ganze Literatur zu, eine ganz große theoretische Literatur zu, was denn die optimale Länge oder die optimale Breite eines Patentes sein sollte. Aber das müssen wir hier nicht behandeln. Viel interessanter für uns ist die Frage, was denn der klassische Ansatz an Politikmöglichkeiten, an Möglichkeiten für die Politik sieht. Einen optimalen Markt für Informationsgüter zu schaffen. Genau, und aus theoretischer Sicht haben wir gesagt, sind Länge und Breite jetzt nicht so interessant, aber für die Politik, aus politischer Sicht, sind Länge und Breite von Patenten natürlich Politikparameter, ne? Denn in Patentrecht kann man ja festhalten, wie einfach es ist, ein breites Patent zu geben, wie einfach es ist, ein langes Patent zu geben oder wie lang grundsätzlich Patente sein sollten. Wobei Sie natürlich sich denken können, aus Effizienzsicht sollten Patente in ihren Parametern genau so, also so gestaltet sein, dass der Schaden durch die Gewährung von Monopolrechten minimal ist. Ne? Das heißt, mit Patenten versucht man einen gewissen Trade-off, hat man immer einen gewissen Trade-off. Ne? Am besten für die Gesellschaft wäre es eigentlich, wenn Erfindungen oder Informationsgüter sofort normal auf den Wettbewerbsmarkt kämen, aber es wird halt befürchtet, dass ein normaler Wettbewerbsmarkt eben nicht genug Anreize bietet für die Produzenten von Informationsgütern und deswegen müssen wir irgendwie zusätzliche Anreize bieten, die eben mit Wohlfahrtskosten verbunden sind. Ja, bei Patenten zum Beispiel eben der Wohlfahrtsverlust durch ein Monopol. Und ja, Schaffung von Monopolrechten, worüber wir jetzt schon die letzten Minuten gesprochen haben, ist in meiner Liste hier die dritte Option. Aber ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten ist, dass es theoretisch noch zwei andere Möglichkeiten gibt. Einmal, dass der Staat die Produktion übernimmt von Informationsgütern. Die Idee dahinter ist natürlich, dass der Staat es besser weiß als die einzelnen privaten Anbieter. Und das ist natürlich, kann natürlich sehr kritisch sein. Ich denke, in der ganzen Menschheitsgeschichte, in der ganzen Geschichte von Sozialismus und Kommunismus haben wir gesehen, dass staatliche Produktion selten effizient sein kann. Und ein Zwischending wäre Subvention. Der Staat subventioniert eben die Sektoren, in denen vermutet wird, dass normale Wettbewerbsanreize nicht reichen. Und klassisches Beispiel hier wäre zum Beispiel Forschungsförderung. Also die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist, denke ich, ein gutes Beispiel hier für Subvention oder jegliche Art von staatlicher Förderung von Forschung fällt hier rein. Okay, und die dritte Option ist eben Schaffung von Monopolrechten. Ja, und rein theoretisch würde ich sagen, von diesen drei Möglichkeiten ist eigentlich die dritte, die bei der Staat am wenigsten Informationen braucht. Ja, denn ja, wenn wir bei Patenten bleiben, müssen wir nun die Parameter des Patentrechts einigermaßen optimal hinkriegen und der Rest erledigt sich dann dezentral. Ja? Der Staat muss sich keine Gedanken darüber machen, wie viel von etwas produziert werden sollte. Bei den Optionen 1 oder 2 muss der Staat sich mehr Gedanken darüber machen. Okay, das war es eigentlich schon, was ich zum klassischen Ansatz zu sagen hatte. Das ist wirklich die vorherrschende Meinung. Ich würde sagen, sowohl aus ökonomischer als auch
Aus juristischer Sicht, ne? Ich denke, die meisten Juristen sind auch der Überzeugung, dass Intellektualeigentumsrechte in Form von Monopolrechten nötig sind, um die Produzenten, um die Anbieter von Informationsgütern zu schützen und um ihnen genug Anreize zu bieten. Okay, und im nächsten Teil geht es dann weiter mit dem alternativen Ansatz zu intellektuellen Eigentumsrechten.